Ja. Ich. Wir haben gehört, es sind viele Flüchtlinge dort. Keine gute Beute. Keine guten Verbündeten. Aber stellt euch die Beute vor, wenn ihr mit uns zusammen den Heptarchen besiegt. Was dort für Beute wartet. Und Der was für ein Bauch, Ruhm. der Bauch einer jeder Dämonenarche ist voller Gold. Das weiß doch ein jeder. Habt ihr schon mit dem Kapitän der Sultanstochter gesprochen? Oder mit dem Kapitän von der Prinzessin Nadime? Wo finden wir die? Auf See. Wir werden dahin Ausschau halten. Bestellt Ihnen einen schönen Gruß von mir. Kantabir Ibgulusa. Ihr kennt mich. In die Riemen! Nun, jetzt kennen wir ihn. Jetzt kennen wir ihn. Senorita, das war beeindruckend. Kann ich? Inwiefern? Nun, dass die Kunjuma uns nicht angreifend war, klar, wir sind alle entfernt, aber dass sie euch mit einem wenigen Wort, sie euch anschließen, dann muss tatsächlich die Situation schlimmer sein als eigentlich angenommen. Sie könnten noch entscheiden, dass wir sie, was die Dolona-Sache angeht, doch angeschmiert haben. Haben wir nicht. Ich weiß, aber sie könnten sich entscheiden, das zu glauben. Das merkt man unten zwar in der Heimat nicht, aber die ganze Palligan-Affäre hat hier oben große Wellen geschlagen. Es wird immer gefährlicher, eine große Welle, die auf uns hinabkommt. Bis in den Süden, wenn ihn niemand auffällt. Dass wir uns auf dieses Halunkenpack nicht verlassen können, muss ich euch sicherlich nicht sagen. Nein, das nicht. Aber es ist auch nicht viel verloren mit ein paar Worten an Sie. Und wer weiß, wenn Sie sehen, dass unsere Flotte stark ist, vielleicht denken Sie dann, sich auf die Seite der Gewinner zu schlagen. So kann man es auch sehen. Hätten Sie jetzt große Versprechungen gemacht, ich denke, ich hätte Ihnen ohnehin nicht geglaubt. Also sehen wir, was die Zukunft bringt. Also nehme ich an, ich bin der Einzige, der jetzt enttäuscht ist, dass das Ganze hier nicht in einem Blutbad geendet ist. Nun, ich hätte tatsächlich gerne etwas getestet, aber man kriegt nicht immer, was man will. Wie recht ihr habt. Ich hätte auf circa 17 Minuten geschätzt, dass wir das ganze Schiff von dem übernehmen. Und das an einem langsamen Tag. Wir hätten es unserer Flotte einverleiben können. Wie wollt ihr es steuern? Wir haben nicht genug Matrosen und beide Schiffe zu bemannen. Es wird von Sklaven gerudert, Kapitän. Es Mit muss solchen Schiffen. trotzdem von Matrosen bedient werden, die Segel, nicht wahr? Oder Steuer. Ich bin mir sicher, unser guter Kapitän hätte eine Hintermannschaft abstellen können, die das Ding in den nächsten Hafen geschafft hätte. Senor, wir brauchen keine Matrosen in den Segeln, wir brauchen lediglich Sklaven und einen Offizier, der das Steuerruder bedienen kann, ne? Sie kennen sich noch nicht so mit alanfanischer Art zu segeln aus. Sí, Senor, er ist Horasia. Er hat von Seefahrt keine Ahnung. Nun, hätten wir gegen sie gekämpft, wäre vermutlich nicht viel von diesem Schiff übrig geblieben. So besteht die Chance, dass es sich unversehrt unserer Flotte anschließt, wenn die Zeit gekommen ist, ohne dass wir jetzt bereits dafür aufkommen müssen. Wir hätten nichts dafür bezahlen müssen. Sie hatten die Waffen auf die andere Seite gerichtet und waren in Enterreichweite. Ist das eigentlich ein Das Zeichen wäre ein dafür, dass Kinderspiel. Sie, ist das eigentlich ein Zeichen dafür, dass Sie zu schwach bewaffnet sind, wenn Sie wenn Sie Ihre Geschütze alle auf eine Seite räumen müssen, um jemanden anzugreifen? Die meisten Schiffe sind nicht so stark bewaffnet wie unsere Drachentöter oder die Aviante, wie sie jetzt heißt. Die können nicht alle Seiten mit Geschützen auffahren. Sie versuchen alles auf einen Schlag zu setzen und das erste Manöver und hoffen damit genug Schaden anzufangen. Aber das ist eine primitive Art der des Schlachtsverhaltens. Deswegen habt ihr die Seeschlacht vor Frigais verloren. Ihr wart eben, hattet genug Gold, eure ganzen Schiffe bewaffnet.
hattet. Wir haben riesige Schiffe. Vielfach, sechs so viele Kanonen wie wir. Eben, die sind gut ausgerüstet. Und benötigen keinen Sklaven. Lass uns diese Brühe nicht wieder aufwärmen. Es ist immer wieder erschreckend, in wie vielen Lebensbereichen Geld das Ausschlaggebende ist. Nun ja, dieses der Fortschritt. Hochmoderne Schiffe verlangen hochmoderne Präzision und natürlich den entsprechenden Einsatz von Investitionen. Deswegen sind wir Magier aufrichtige Gesellen, die nur für die Liebe zur Wissenschaft arbeiten. Und deswegen ist es ein solcher Segen, dass wir nun mit unserem Schiff finanziell so gut ausgestattet sind. Wir sind bereit für was auch immer kommen mag. Eine Zeit lang, ja. Aber uns bleibt ja auch nicht mehr allzu viel Zeit. Ja, ich würde mir auch keine Sorgen machen. Ich denke nicht, dass wir unsere Schulden zurückzahlen müssen. Nun, dann ist mit dem Geld zumindest noch etwas Gutes bewirkt worden. Nun, Kapitän, ich würde vorschlagen, ihr nehmt euren Kurs wieder auf. Sie, Signore, wir sind bereits am Rudern. Wir werden jetzt mit der Sphinx einige Zeit, wie sie vor uns haben. Sie ist ähnlich schnell. Wir können natürlich sie auch überholen, wenn ihr mögt, aber das bringt uns keinen Vorteil. Wir müssen eine weitaus längere Strecke als sie bis nach Janka fahren, ne? Müssten wir die jetzt nicht erst überholen, weil sie den ganzen Kanas wenden müssen? Signore, ihr seid ein Fuchs, eh? Sogar mit den Schultern. Nun, so oder so, wir haben keine Zeit zu verlieren. Ja, du kannst auch sehen, quasi wie die Sphinx tatsächlich schon wieder vor dir ist, denn die haben keine Segel, die müssen einfach nur ihr Steuerruder anders stellen und dann mit Muskelkraft sich rumziehen. Dementsprechend, die sind halt vor euch. Ja gut, da wissen wir ja auch nicht, wir haben auch eine Galeere. Ja genau, ihr fahrt einfach nur geradeaus. Die haben aber bereits in der Zeit schon gedreht und sind dann vor euch. Irgendwo auf der linken Seite von euch muss Ras Nevedim sein. Und dementsprechend ist das die Stelle, wo ihr ehemals die Hexen getroffen hattet, um da zu Chalwitz Thron aufzubrechen. Und ich erinnere mich noch dran. Einige Stunden später müsstet ihr dann irgendwo vor Janka sein. Und die Zeit könnt ihr dann tatsächlich auch in euren Kajüten verbringen. Wollt ihr irgendetwas in eurer Kapitänskajüte noch besprechen oder direkt an Janka vorbeifahren? Zumindest wird sich die Sphinx dann bei euch verabschieden. Das sind kurze Flaggensignale, die man dann wechselt und dann biegen sie in Richtung Süden ab. Ich glaube, wir haben nichts. Also ich habe nichts. Ich habe eigentlich auch nichts. Nun, wir haben ein Ziel, wir haben einen Weg. Das, was wir brauchen, ist anzukommen. Gut, dann verzichte ich auf weitere Würfe auf der Zufallstabelle und nach 35 Stunden kommt ihr, ja, nicht gerädert, aber nicht gut erholt in Bakrachal an. Ein Hafen etwas nördlich von Zorgan. Wie oft trotzdem? Regenerieren, Entschuldigung. Oh ja, ja, ähnliche Frage. Oh, einmal. Also für mich zweimal. Aber die Regeneration ist plus minus null. Also die Kajüte vom Kapitän selbst ist auch nicht so gut, wie halt die eure auf eurem eigenen Schiff. Oh, das reicht mir, ja. Ich würde trotzdem meditieren und zwar über dem Schleier. Also Zulamin nutzt den Leerlauf während der Fahrt, um sich mit dem Schleier auseinanderzusetzen. Also und das gilt. Sorry. Welchen haben wir heute? Den 27. dann. Nee, tatsächlich schon den 28., weil ihr 35 Stunden gesegelt seid und das war abends. Oh, stimmt. Also das den 28. Gesinde. Ja, ich kann jetzt wieder meditieren. Yeah. Mit der nächsten niedrigeren Erschwernis. Du Hund. Die Hinti. Oh, das ist aber nicht für. Oh. Kein Erfolg. Ja, wenn ihr im Hafen von Bakrachal ankommt, ein ziemlich kleiner Hafen, der eigentlich der Rede nicht wert ist, könnt ihr nur ein paar Lorchas oder sowas davor erkennen. Seht ihr dann, wie im Hafen wohl noch Getreidearten zusammen verstaut werden und dann auf die Schiffe geladen werden. Aber gut, auch für eine Lorcha ist das nicht sonderlich viel. Es sind eine ganze Menge Schiffe vor Ort, vor allem auch wohl von Pericum, die dann aber auch nur kleine Wege zurücklegen und nicht wirklich über die hohe See kreuzen.
Ja, die euer eigenes Schiff legt dann davor an und würde euch dann mit den Ruderbooten wieder rüberlassen, weil ihr Schiff zu groß ist für den Hafen. Eine Galeere wird dann hier nicht ordentlich reinpassen. Davor noch eine Entscheidung. Was denkt ihr, wollen wir die Galeere nach Zorgern schicken? Denn auf dem Rückweg sollte es wohl keinen Unterschied machen, oder? Gibt es einen bestimmten Grund, warum wir noch nach Zorgern wollen? Wir können die auch hier in den Gewässern patrouillieren und mit einem magischen Symbol andeuten, wenn wir ankündigen, wenn wir wieder aufs Schiff fahren. Ich denke auch, von Barkracher bzw. von Jerkesh bis nach Janka brauchen wir zu Pferd wesentlich länger als mit dem Schiff. Ja, das meinte ich nicht. Ich meinte nur, da die Galeere nicht in Bakrachal ankern kann, ob sie nicht einfach in Zorgan ankern soll. Denn wir könnten auf dem Rückweg durchaus am Barun Ula entlang. So wie ich euch verstanden habe, wird das Schiff unbekannt sein und von den Obrigkeiten in Zorgan nicht als das eure erkannt werden, korrekt? Davon gehe ich aus, ja. Dann sollten wir es tatsächlich in Zorgan stationieren. Aber was weiß ich schon. Naja, ich möchte nur erwähnen, dass die hier alle wissen, wer wir sind. Und mein Vertrauen in irgendwelche Seeleute, sich nicht zu besaufen und uns zu verquatschen, jetzt nicht allzu gut sind. Senores, das sind keine Seeleute, das sind Sklaven. Sie werden sich nicht besaufen, ey. Ja, aber hier wird ja wohl auch irgendwer rumlaufen, der dir auf Sklaven aufpasst, oder nicht? Sie, Senor, die Offiziere, aber sie werden schweigen wie ein Grab. Wie Boronga selbst. Kiaras hat nur die Besten ausgewählt, ja? Und der Patriarch sowieso. Man müsste meinen, du hättest lange nicht mehr auf einem Schiff des Patriarchen gedient. Sie, Senor. Meister Rafimir müsst tatsächlich wissen, dieses Schiff entstammt dem patriarchischen Haushalt. Na ja, dann, und ich würde ihm meine Hand auf die Schulter legen, würde es ja kein Problem sein, wenn ihr mit eurem Kopf dafür haftet. Sie, Senor Boron, möge mich aussortieren, ne? Naja, ich werde es dann tun. Ihre im Namen von Kor, im Namen von Patriarchen, ey? Richtig, richtig. Er gibt dir die Hand und grinst. Ja, ich habe eine diebische Freude dabei. Gut, dann macht euch ein paar schöne Tage in Zorgan, wenn ihr schon einmal da seid. Wir schon, Senorita, aber die Sklave nicht, ey? Dann lasst davon euch nicht. Davon war ich auch nicht ausgegangen. Lasst euch nicht von einer Klapperschlange oder einer Vogelspinne beißen, ey? Und wenn ihr in Zorgan seid, meidet den Knüppler. Den kenne ich nicht, Monsieur. Ich werde ihn vielleicht kennenlernen. Grüß ihn von uns, dann lasst euch vielleicht in Frieden. Der Knüppler nicht in Janke? Nee, war im Zorgan, oder? Ich glaube, er ist in Janka. Nee, der ist in Janka. Okay. Den hat Boltax mitgenommen. Okay. Das ist ein Premium-Charakter. War das nicht sein persönlicher Leibwächter oder so? Sein persönlicher Knüppler. Gut, dann könnt ihr, wie gesagt, in dem kleinen Ortchen Bakrachal mit einem Ruderboot übersetzen und dann zwischen den einfachen Leuten an der Lorche oder irgendwelchen kleineren Potten. Koggen sind es nicht. So, so ziemlich kleine Schiffe mit entweder tulamidischer oder aber mittelreichischer Bauart vorbeigehen. Auch werdet ihr wirklich nicht beachtet, wenn ihr dann von der Galeere kommt und mit einem kleinen Ruderboot übersetzt. Die Leute haben einfach zu viel zu tun, Nahrung zu verschiffen nach ganz Aventurien, beziehungsweise vor allem nach Perikump und Beilung oder so etwas. Die Pferde kriegen wir auch mit rüber in die Ruderboot, oder? Die Pferde bekommt ihr auch rüber. Das dauert alles, wie gesagt, ein bisschen, wenn ihr dann die einzeln rüberrudern müsst. Aber ihr habt ja mehrere Ruderboote auf der Galeere und dann kommt ihr mit den Helden 6 plus Hippolyte und Hassan und Kelbara. Und Kelbara an, genau, zu Nord. Okay, gut, und wir haben 8 Pferde. Zulamin mustert dich, Serpentilio, und meint, eure Reitkünste haben mich beim letzten Mal nicht vollends überzeugt. Wollt ihr vielleicht hinter mir aufsteigen? Ja, das wäre vorzuziehen, denke ich. Vor allem, wenn wir einiges an Weg machen wollen. Gewöhnlich reiten sich meine Fortbewegungsmittel von selbst. Nun, Pferde erfordern ein wenig mehr Feingefühl. Er macht den Mund auf.
Mach den dann wieder zu. Naja, also ich muss sagen, mir hätte dieser Ausflug gefallen. Inwiefern? Hier gibt's bestimmt irgendwas zu töten. Ist das nicht überall, wo ihr hingeht? Ihr macht einen guten Punkt auf. Die Bewegung hätte ihr sicher gut getan, aber wir haben uns ja gegen einen Zwischenstopp entschieden. Ja. Ich hoffe, es geht ihr gut. Ja, dann lasst uns reiten auf Pferden. Okay, dann tatsächlich jetzt noch ein weiteres Mal 2W20. Jetzt überlasse ich wem anders die Ehre. Zu See ist also eine Zufallstabelle. Ihr kommt da nicht drum herum, irgendeiner muss würfeln. Ja. Sechs. Ja, extrem niedrig. Das muss doch was gut sein. Ja, ihr reist in Richtung Süden. Eine Karte habt ihr euch natürlich auch besorgt, auch kleinteilig, sodass ihr dann hier die einzelnen Städte abseits von Barbrück auch erkennen könnt. Also Weharis müsste dann irgendwo auf eurer Route irgendwann auftauchen. Zu Pferd dauert das dann sicherlich, also wenn ihr schnell reitet, schafft ihr es in 2,5 bzw. in 3 Tagen. Ihr werdet dann sicherlich irgendwann am dritten Tag früh morgens auftauchen in Jerkesch, in diesem kleinen Bauerndorf. Aber ihr seid ungefähr den halben Tag gereist, nach 6 Stunden, werdet ihr vor euch ein Zeltdorf erkennen, was nicht auf den Karten eingezeichnet ist. Und grob 20 Menschen stehen da mit ihren Ziegen, mit ihren Tieren. Pferde sind es gar nicht so viele, aber viele Esel und viele Ziegen, die da wohl angebunden sind in so einem provisorischen Gatter. Und allesamt tragen sie unglaublich bunte Gewänder, zarfroh möchte man meinen, und sie singen und tanzen und spielen irgendwelche Musikarten und ja, auch so ein bisschen Rauchwerk, was da verbreitet wird. Nanu, was sind das dann für Leute? Sehen recht bunt aus. Sind das Maraskane? Fahrendes Volk? Naja, also von hier, ich sehe von hier, dass die aussehen wie diese Zarverrückten. Das erinnert mich an dieses scheiß Gauklerschiff. Die haben mir mein Gerätnetui geklaut. Erinnert mich daran. Ich dachte eigentlich, dass Zafarek vielleicht anders aussehen, sagt er, wenn die immer einen fiesen Seitenblick zu Galvara. Ja, die schaut nur mit zusammengekniffenen Augen zurück. Darauf antworte ich nicht. Ihr seid unter meiner Würde. Weil euch nichts Besseres einfällt, gibt es zu. Nein, weil ihr ein Mann seid. Oh, natürlich, das ist euer Durchschlagargument für alles. Und wer in der hohen Kunst nicht bewandert ist, der muss sich wohl auf nicht selbst erarbeitete Eigenschaften etwas einbilden. Und ihr reduziert alle auf der Mondbündelei. Oh, bitte. Ihr tut gerade so, als wäre das die einzige Schule der Magie, in der ich euch weit überlegen bin. Ja, während ihr auf dieses Zeltdorf zureitet, könnt ihr wohl sehen, wie ihr entdeckt worden seid. Ein kleines Kind hat auf euch gezeigt und gerufen. Und plötzlich stehen all die 20 Erwachsenen am Straßenrand und haben so Schelleninstrumente beieinander, die so klingen und klongen. Und alle heißen euch willkommen. Und wenn ihr dann an ihnen vorbeireitet oder auf sie zu, könnt ihr auch sehen, wie sie ihre Arme ausbreiten und irgendwie so Wellen mit ihren Fingern machen und dann die Arme in Wellenbewegung nach oben reißen. Einer nach dem anderen und euch dann willkommen heißen. Ich versuche es mal mit einem Zart zum Gruße. Zart zum Gruße, hallo. Kommt herunter. Wer seid ihr? Was tut ihr da? Ich bin Bürsel die Goldene. Kommt herunter, wir müssen euch Blumen anhängen. Wollt ihr euch zu uns setzen? Wollt ihr Musik mit uns machen? Habt ihr Vorräte, die ihr entbehren könnt? Wir haben leider nicht viel Zeit, aber wenig zu essen. Natürlich, wir können euch gerne etwas geben. Etwas Hirse? Ja, gerne. Ja, gerne, dann kommt herunter. Wenn du dann absteigst zu Lamin, wird dir Bürsel, die Goldene, erst einmal einen großen Blumenkranz umhängen. Danke. Die Goldene, was ist das denn für ein Name? Mein Künstlername. Ich führe dieses Lager an. Und das da hinten ist Sybia. Und das ist Yatsinai. Und das ist Madaya. Ihr seid Gaukler? Zahori. Aber das ist nicht schlimm. Ich habe keine Ahnung, was Zahori sind. Aber ja, sie scheint das auch nicht zu kümmern. Sie hängt hier auch ein Blumengesteck um. Komm, setzt euch zu uns auf diesen Holzbalken. Wir machen Musik. Ja, haben wir dafür Zeit? Nein, ist immer Zeit. Wir haben leider keine Zeit, aber... Möchtet ihr etwas Ziegenmilch trinken?
Vielleicht könntet ihr den Schlauch auffüllen, wenn ihr genug habt. Ziegenmilch? Ja, natürlich können wir das machen. Ich krame mal ein paar kleine Münzen heraus. Wenn ihr möchtet, wir haben tatsächlich eine Wahrsagerin hier. Das ist etwas ganz Besonderes. Sie hat eine Kristallkugel. Dabei schaut sie zu Serpentilio. Bitte, bitte, Capitania. Bitte nicht. Wenn ihr mögt, wir können euch die Karten legen. Was für ein Zufall. Der Herr Markus hat auch eine Kristallkugel. Aber wie gesagt, wir können uns leider wirklich nicht aufhalten. Und ich packe schon mal die Hirse ein. Ach, ihr seid ein eigener. Ihr könnt auch die Zukunft gucken. Das ist ja interessant. Sagen wir, dass ich ohne Probleme in der Lage bin, euch eure Zukunft vorauszusagen, wenn ihr mich noch einmal anstreicht. Wenn ihr mögt, ihr könnt auch bei uns bleiben. Wir leben ohne Geld. Warum halten wir uns mit ihnen auf? Wir müssen weiter. Habt aber vielen Dank für eure Mühe und nun ja. Vielen Dank. Ihr dürft alle auf Sinneschärfe würfeln. Die haben uns beklaut, darum muss ich das sein. Immer dasselbe, kauft das Schiff nur ohne Schiff. Deswegen habe ich kein Geld. Ich habe ein Trauma davon, deswegen packe ich da 2 ASP und Meisterhandwerk ein. Ja, bitte lass sie mich erwischen. Oh. So, wenn die mir was geklaut haben, dann muss es was richtig Wichtiges gewesen sein. Dann lebt hier morgen keiner mehr. Also bei Serpentilio stelle ich mir so vor, dass er schmollend oben auf dem Pferd sitzt. Ja, auf jeden Fall. Also abgestiegen wäre ich auf keinen Fall. Ja. Ja, das ist egal. Da fummeln trotzdem viele kleine Kinder und Leute an dir rum, die den Blumenkränze umhängen wollen. Sinneschärfe, hopp. Ich werfe ja schon. Das ist ein körperliches Talent, das ist nicht erschwert erleichtert, oder? Das ist leichter, weil ich auf dem Pferd sitze und es schwerer ist, an mich ranzukommen. Nee, dann klauen sie einfach deine Stiefel oder so. Ship! Zum Glück habe ich gute Eigenschaften. Okay, ich schaffe die göttergefährdigen 13. Das sollte bei der Goldenen wohl reichen. Ja, Rafim hat aber zu wenig Punkte. Rafim, was könnte man dir denn klauen? Oh, weia. Warte. Serpentilio hat geschippt. Du hast im Hintergrund noch Serpentilio irgendwie ein kleines Kind mit seinem Stab so richtig an meinen Nacken watschen. Warte, man könnte mir klauen den Lederbeutel, den Zulamin mir gegeben hat. Nicht, weil es ihm was klauen wollte. Da sind da nicht ganz viele Holzpferde drin oder so? der Beutel, der... Der hat das mit Absicht gemacht, um die Pferde unter die Leute zu bringen. Nein, da sind ganz viele Gegenstände drin. Das sind diese Dinger, die uns Zulamin mal gegeben hat. Ja, der Talisman mit den Niederhöhlen. Richtig. Das tut mir jetzt leid. Hast du noch was anderes, was ihr dir klauen könnt? Mein Bilderbuch könnte man mir klauen. Ja, dann klauen sie das Bilderbuch, das ist gut. Also sie klauen halt auch kein Geld, weil sie glauben nicht an Geld. Merkt jemand, dass man mein Bilderbuch klaut? Du rast dich jetzt nämlich komplett. Ja, genau, wir sind viele Kinder und plötzlich ist dein Rucksack offen, du merkst es gar nicht. Und dann ratzfatz ist das Bilderbuch weg von den Geschichten von Perval, dem Großartigen. Wie er dann irgendwelche Leute aufspießt oder aufspießen lässt. Und dann ist der Ranzen wieder zu. Und bei den anderen, da tasten sie zwar hin und her und dann könnt ihr die kleinen Hände oder auch die alten Hände, also die Zahorich sind eben von jung aufs Alter aufgestellt, werdet ihr etwas beklaut. Beziehungsweise nicht. Ich meine, es ist aber auch schade um das Bilderbuch, oder? Ich meine, es ist ein reines Fluff-Objekt. Ah ja, es ist wirklich schade. Aber sonst einfach. Aber du weißt ja, wonach du fragen kannst. Vielleicht gibt es ja noch andere Bilderbücher. Man muss auch loslassen können. Ja. Du hast wohl auch gehört, dass es ein Bilderbuch von dem Andergaster gibt, ein schwarzer Ritter, der in Nostergast irgendwo umherzieht und an der Grenze patrouilliert. Herr Rafim ist nicht der Held, aber nicht so dumm, um Bücher über Andergaster zu kaufen. Also irgendwo die Grenze erreicht. Er kauft Bücher über Andergaster, aber das Schwert. Das ist gut. Durchsucht das Land jetzt nach Bilderbüchern. Meine Rache. Ruheloser Geist.